Meine Damen und Herren, in den jetzigen Zeiten findet ja der Bundestag bzw. auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats sowohl im Saal wie auch zu Hause oder im Büro statt. Und so ist es jetzt auch mit meiner Woche. Normalerweise wäre ich ja auf Dienstreise in Straßburg, um eben über Demokratie und Menschenrechte in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zu sprechen. Nun aber bin ich erstmal zu Hause und in Berlin, immer wechselseitig, je nachdem, was man zu tun hat und wie viele virtuelle Konferenzen es gibt. Und heute ist der Tag wirklich voll mit virtuellen Konferenzen, die stattfinden. Er ging heute schon los mit einer Berichterstattung im Arbeitskreis Arbeit und Soziales, im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Dort ging es um das Protokoll über die soziale Sicherheit, das Teil des Abkommens zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ist. Und dass die Bundesrepublik jetzt mit einem Vertragsgesetz ratifizieren möchte. Sehr interessant, weil das eben vorher nicht vorgelegt worden ist, das Parlament vorher nicht einbezogen worden war. Und jetzt kommt plötzlich die Bundesregierung mit einem Vertragsgesetz, das sie bereits per Kabinettsbeschluss notifiziert hatte. Also völlig mal wieder am Parlament vorbei, so wie wir das kennen, unter vollkommener Missachtung der parlamentarischen Gepflogenheiten und der Gewaltenteilung. Naja, es ging dann weiter mit einer Rede, die ich in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates hatte, zugeschaltet von zu Hause. Es ging dort um die ethischen Dimensionen der Corona-Impfungen. Und das ist ein wirklich zentrales Thema. Ich bin sehr dankbar, dass sich viele Abgeordnete dafür ausgesprochen haben, dass Corona-Impfungen auf gar keinen Fall erzwungen werden dürfen. Und ich bin sehr dankbar auch, dass die Berichterstatterin sehr klar ausformuliert hat, dass es große Transparenz, dass es große Klarheit geben muss und eben keinen Zwang. Ich habe das in meiner Rede auch nochmal betont, denn wir gehen ja nun wirklich eigentlich von dem freien Bürger aus, vom selbstverantwortlichen Bürger aus. Und ehrlich gesagt brauchen sich die Regierungen ja nicht zu wundern, wenn die Menschen kein Vertrauen in das Regierungshandeln haben. Wo soll es denn herkommen, wenn die Regierungen die ganze Zeit mit Zwang arbeiten? Die Berichterstatterin nannte den schönen Satz La Crainte, c'est l'arme des faibles. Der Zwang ist die Waffe der Schwachen. Und die Regierung ist ganz schön schwach, wenn sie einfach nur die ganze Zeit zwingt, nicht erklärt, nicht überzeugt und eben kein Vertrauen gewinnt. Hier ist viel aufzuholen. Ja, an der Stelle muss ich mich dafür die schlechte Bild- und Tonqualität entschuldigen, die es bei der Sitzung gab. Da gab es ein kleines Problem mit meiner Kamera. Blöd, wenn das Mikrofon nicht direkt hineinfüttert, beziehungsweise es nicht erkannt wird. Die kleinen Probleme im Homeoffice. Ja, es geht heute Nachmittag weiter mit einer Sitzung der Arbeitsgruppe Green Deal in der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung. Und das ist insofern spannend, als mehrere Bankchefs eingeladen sind, die berichten sollen, wie sie denn die klimaneutrale Wirtschaft finanzieren sollen oder wollen oder möchten oder können. Und ich bin ja mal gespannt, ob Ihnen was anderes einfällt, als einfach nur Geld zu drucken. Da werden wir ja sehen, was da für Aussagen kommen. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt auf diese leider nicht öffentliche Arbeitsgruppensitzung. Und danach geht es weiter in den EU-Ausschuss, wo ich eine Berichterstattung habe zur portugiesischen Ratspräsidentschaft, die ja jetzt nach der deutschen Ratspräsidentschaft angefangen hat. Die Portugiesen haben sich leider nicht mit irgendwelchen eigenen Ideen durchgesetzt. Sie übernehmen einfach nur das Regierungshandeln und die Regierungsstrategie der eben der Bundesregierung Deutschland, die vorher die Ratspräsidentschaft innehatte. Also da wird es jetzt keine großartigen Überraschungen geben. Tja, und danach geht es wiederum zurück, nachdem ich übrigens parallel auch im Ausschuss für Recht und Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats war, dann geht es zurück wieder ins Plenum der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, diesmal ohne eigene Rede, aber wenn Sie das ein bisschen mitverfolgen, gibt es immer Reden, danach gibt es Änderungsanträge und dann gibt es Abstimmungen und natürlich kommt es auf jede Stimme an und ich bin gerne dabei, dafür habe ich ja auch das Mandat angenommen. Tja, das geht dann bis in den späten Abend und dann ist sozusagen der Tag für heute beendet. Morgen ist dann nochmal in der Früh eine Debatte zur Meinungsfreiheit. Da werde ich mich ebenfalls mit einer Rede beteiligen. Und danach geht es ganz normal ins Bundestagsplenum, wo dann eben die weiteren Debatten stattfinden. Dieses Mal dann eben auch zum Thema Verordnung des Innenministers zu Wahlvorschlägen. Es geht auch nochmal ums Thema Meinungsfreiheit in einer aktuellen Stunde und eben die Gefahr, die Big Tech-Konzerne dafür darstellen. Und ich freue mich sehr, daran teilzunehmen. Am Freitag dann ein Online-Bürgerdialog, wohl am späten Nachmittag. Ich habe davor noch eine, wie soll es anders sein, virtuelle Konferenz
Und wir werden am Freitag aber ebenfalls einen Bürgerdialog für Sie anbieten. Also, die Woche ist und bleibt spannend. Bleiben Sie dabei, verfolgen Sie, was ich mache. Ich werde Sie regelmäßig darüber informieren. Tschüss!